Hallo Leute, ich bin Ava. Willkommen bei Alles Ava. Willkommen bei meiner Schminktisch- und Roomtour. Ihr habt meine Desktour richtig gefeiert und habt euch noch gewünscht, dass ich mal eine Schminktischtour mache. Und weil ja mein Schminktisch in meinem Schlafzimmer steht, dachte ich, mache ich eine Schminktisch- und Schlafzimmertour. Wir legen auch gleich los. Nur erst will ich erstmal mein Schlafzimmer im Dunkeln zeigen. Ich finde, das sieht immer so cool aus. Tada! Schaut mal. So aesthetic aus. Ich finde, es ist immer so ein Vibe, wenn alle Lichter aus sind. Und ja, ich liebe aesthetic Lichter. Am besten fangen wir auch hier an. Ich will euch kurz noch mal was sagen. Wenn ich nicht sage, wo etwas her ist, ist es bestimmt von Amazon. Übrigens sind alle Links und in der Infobox. Hier drüben ist so mein Picture Frame. Da habe ich so eine kleine Collage. Ich finde, das sieht richtig cute aus. Hier drüben ist mein Bett. Das habe ich jetzt schon richtig lange. Ich finde, es sieht richtig cute aus. Bisschen wie ein Haus. Hier ist meine Lieblingsbettwäsche. Die sieht auch richtig aesthetic aus. Ich liebe einfach diese Lichterkette. Aus. Übrigens habe ich fast alle Möbel von meinem alten Schlafzimmer mit runtergenommen. Also könnt ihr eigentlich schon das Bett. Hier drüben ist mein Frosch. So Nachtlicht. Ich finde, das sieht richtig cute aus. Das ist übrigens von Urban Outfitters. Und der Nachttisch ist auch neu. Hier ein Nachtspray. Das habe ich von Rituals. Ich habe dieses Spray schon jahrelang. Nur ich finde die Idee richtig cool. Aber irgendwie ist es so ölig. Und dann wird die Bettdecke immer so ölig. Ich mag das einfach gar nicht. Und hier habe ich dann noch ein Buch. Dann noch ein paar Taschentücher. Und dazu erzähle ich euch gleich auch noch ein bisschen mehr. Mal schauen, was am Schreibtisch ist. Das muss man erstmal abheben. Also, ihr könnt sehen, ich verstaue hier immer richtig viel. Ich meine, schaut euch mal an. Oh mein Gott. Ich weiß, ihr fragt, was drin ist. Also habe ich einfach mal aufgemacht. Und ich meine, schaut mal, ich habe hier so viel Luft drin. Oh mein Gott. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde da nie irgendwas reinmachen, weil es total unpraktisch. Da muss man erst alles abmachen. Das mache ich nicht so. Jetzt machen wir weiter. Achtung, jetzt wird's verrückt. Entdecke deinen Kobold-Kick. Ich darf euch heute die Kobold-Chroniken vorstellen. Das erste Buch in der Serie heißt Season Unter uns. Es ist der erste Buchband eines komplett neuartigen Kobold-Chroniken-Kosmos. Und es wird sogar von einer richtig coolen App begleitet. Die zeige ich euch gleich auch nochmal. Seit dem 23.01. könnt ihr die Kobold-Chroniken kaufen. Schaut mal, wie cool der Einband ist. Glaubt ihr nie. Stellt euch vor, ihr kommt nach den Sommerferien zurück zur Schule und euer bester Freund ist wie ausgewechselt. Einfach total anders. Tja, genau das passierte Dario mit seinem Kumpel Lennart. Für Dario ist klar, hier stimmt was nicht. Bis er herausgefunden hat, dass, Vorsicht, Spoiler, Lennart entführt und gegen einen Kobold ausgetauscht wurde. Gemeinsam mit dem seltsamen Lennart, Clara mit C und einem gefressigen Wurmviech, machte er sich auf zur Querzquest. Ergänzend zum Buch gibt es neben einem Hörbuch und Spielen auch eine kostenlose App. Ich finde die Kobold-Chroniken total cool und ich bin mir sicher, ihr werdet sie auch lieben. Und die App werdet ihr auch lieben. Die zeige ich euch nachher auch noch ganz genau. Die Kobold-Chroniken sind eine tolle Neuerscheinung für Kinder ab 9 Jahre. Und die Erlebniswelt wird über die nächsten Jahre stetig ausgebaut werden. Jetzt, dass ich euch mein neues, cooles Buch vorgestellt habe, machen wir weiter mit meinem Spiegel. Das ist mein Spiegel, ein alter Spiegel. Den hatte ich auch früher in meinem alten Zimmer. Hier mache ich manchmal so Autopics. Wird's richtig cute. Das ist meine Kommode. Da habe ich auch letztens die Möbelknöpfe ausgetauscht. So sehen die jetzt aus. So sahen die früher aus. Ich finde die sieht einfach viel schöner aus. Das ist übrigens auch die Hemmniskommode von Ikea. Ich mache dann auch hier jede Schublade auf, nur ich warne euch erstmal, sieht sehr schlimm aus. Schublade Nummer 1. Ich weiß gar nicht mal, was hier überhaupt alles drin ist. Also das sind so Inkbox-Tattoos. Die klebt man so auf die Haut und die bleiben so 2 Wochen lang. Und ich will nur mal sagen, seitdem ich Zimmer so getauscht habe, habe ich gar nicht mehr aufgeräumt. Während dem Umziehen habe ich ganz viel Kram einfach in meine Kommode reingepackt. Tja, also wird es jetzt ganz realistisch. Schnell zu. Okay, und jetzt fokussieren wir uns auf das Schöne. Hier sind meine Tulpen, die sind übrigens auch nicht echt. Da ist mein Spiegel, richtig süß. Hier ist mein Sunset-Licht. Ich mache auch gleich nochmal das Licht aus, da seht ihr diesen Effekt. Tada! Auch richtig gut fürs Bilder machen. Ich finde, das sieht immer so cute aus. Den Engel hier habe ich von meiner Oma, drüben. Ist noch ein Mondlicht, dann noch eine Kerze, die ich noch nie benutzt habe. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Hier habe ich ein paar Duftstäbchen. Da habe ich ein bisschen Parfüm und LED-Licht von meinem Shop. www.alsiva.shop. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen uns leider die Schubladen wieder anschauen. Ich kann sie gar nicht aufmachen. Ich erzähle euch einfach mal was anderes. Okay, bin ich das oder sieht es einfach so cool aus, dass die hier auf dem Tablett stehen? Ich finde, es sieht richtig aesthetic aus. Und da hinten könnt ihr noch sehen, da habe ich meine Alexa ganz hinten versteckt. Aber ich finde, die sieht auch richtig cool aus. Jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei. Wir müssen es einfach machen. Oh, hier ist mein Play-Button für meinen Gaming-Kanal. Ich bin mal Dankeschön. Das müsste ich irgendwo mal hier hinhängen. Okay, warte, das mache ich kurz mal raus. Mein Baby. Wisst ihr, dass ich eigentlich noch nie meinen goldenen Play-Button so für diesen Kanal hier gezeigt habe?
Müsste ich mal machen. Hier habe ich einfach ein paar Pins. Ein Würfel? I don't know why. Sehe ich jetzt nicht cool aus? So stelle ich mir Leute in den 80ern vor. Ich sehe bestimmt gerade richtig dumm aus. Okay, das ziehe ich jetzt erstmal aus. Aber I don't know, ist irgendwie cool. Bestimmt hatte ich das gekauft, weil ich damit mal Bilder machen wollte, aber habe ich am Ende irgendwie doch nicht. Und hier habe ich noch ein bisschen Film für meine Polaroid-Kamera. Wow. Wow. Okay, hier gibt es ein Kuscheltier. Ganz cute. Oh mein Gott. Ich liebe diese Bettdecke. Warte, die muss ich euch zeigen. Die habe ich mal auf Amazon gefunden. Die fand ich so lustig. Mein Motto. Gaslight, Gatekeep, Girl Boss. Wow, ist so hübsch. Und den Rest gucken wir uns nicht an. Okay, hier unten haben wir ganz viele Bücher. Okay, wir machen weiter. Und hier unten, oh mein Gott, hier ist mein 100 Play Button. 100.000. 100.000. Da könnt ihr euch drin sehen. Könnt ihr auch nicht sehen? Hallo, jetzt sage ich auch mal was. Ihr könnt euch ja denken, dass ich hinter der Kamera stehe. Ja. Guck mal, den kannst du zum anderen Playbutton legen. Ja, und den hängen wir dann im Filmstudio auf. Wer hat das Valentins-Video gesehen? Und ich will nur mal sagen, kurze Storytime. Eigentlich, die meine Kamerafrau, hallo, gesagt, dass ich den wegschmeißen soll. Ich hatte ihn sogar schon weggeschmissen. Dann habe ich ihn schnell versteckt, weil ich fand den irgendwie so cool. Also habe ich den jetzt noch. Und da ist eine leere Packung Kaugummi. Oh, da ist sogar noch Kaugummi drin. Wie, score. Okay, mal schauen. Ich glaub, geht doch. Und eine random Handyhülle, guck mal. Die kann ich jetzt auch nicht mehr benutzen. Jetzt noch eine Schublade. Home Run. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind alles so Fidget-Toys von früher. Die habe ich so gefeiert. Ich hatte noch viel mehr, nur ich habe die einfach nicht mehr genommen. Also habe ich die gedonated. Da sind meine Brettspiele. Oh mein Gott. Früher habe ich das immer gespielt, weil. Irgendwo habe ich mal auf dem Internet gehört, wenn man lernt, wird man größer. Und ich wollte früher richtig groß sein, also habe ich das Ding immer benutzt. Ich habe alles wieder verlernt. Wir machen weiter. Jetzt kommt was Trauriges. Mein Stuhl. Eigentlich total cute, nur ich setze mich jetzt nicht hin, weil hinten bewegt sich das dauernd. Einmal habe ich mich hingesetzt und dann ist der Stuhl so kaputt gegangen. Also ist der jetzt off-limit, nur Deko. Ist eigentlich total traurig. Der ist vom Depot, weil ich will mich unbedingt hinsetzen. Er ist auch richtig bequem, nur sonst geht er kaputt. Heiß. Hier ist ein Tisch für einmal. Früher war der auf meinem Schreibtisch. Und jetzt steht er da. Hier ist ein Solarwackelfrosch, nur der wird nie wackeln. Ich meine, der schaut nur nicht mal Richtung von der Sonne. Hier ist ein Spiegel. Die Vorhänge sind von Ikea. Und nochmal eine kurze Storytime. Ich habe richtig plötzlich entschieden, dass ich dieses Video drehen wollte. Und so vor 10 Minuten wurden die erst hingehangen. Deswegen sind die noch so verknuddelt. Habe ich jetzt auch immer ist erzählt. Wir sind hier sehr real. Und bevor wir jetzt mit dem Schminktisch weitermachen, hier ist meine Kleiderstange. Hier hänge ich all meine Klamotten hin, die ich einfach richtig cute finde. Will, dass jeder die sieht. Oder Klamotten, die ich noch nicht anhatte. Oder mir Klamotten, die ich mal Bilder machen will. Nice. Oh ja, hier liegt mein Buch. Ich wollte euch ja noch die App vorstellen. Also würde ich sagen, machen wir das auch erstmal. Ich bin jetzt extra ins Filmstudio gegangen. Hier finden wir auch übrigens all meine Gaming-Videos. Die Kobold-Chroniken sind nämlich Lesespaß mit einer App. Das ist ein witziges, neues Konzept. Auch für weniger lesebegeisterte Kinder. Ich finde es toll, dass dabei nicht nur die Bücherwürmer, sondern auch die Lesemuffel angesprochen werden. Ich glaube, ich bin da irgendwo in der Mitte. Ich freue mich, das Buch zu lesen und die App auszuprobieren. Über coole Features lassen sich das Buch und die App miteinander verbinden und ermöglichen so das spielerische Entdecken dieser Welt mit vielen spannenden Geschichten. Schaut mal auf TikTok und YouTube vorbei, bei der Verlagsgruppe Oettinger. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Es ist richtig cool, dass es sogar Tutorials gibt. Wie wär's, wir machen jetzt das zweite. So, Tutorial 2. Lass uns dann jetzt erstmal richtig viele Münzen einsammeln. Hier. Ich zeige euch dann auch gleich, wofür ihr die Münzen braucht. Und wenn ihr mit den Tutorials fertig seid, könnt ihr schon mal das erste Level spielen. Im ersten Level sind wir jetzt in einem Supermarkt. Und passt auf, dass ihr nicht von den Kobolden gefangen werdet. Ihr müsst Münzen und Spielzeug einsammeln. Sieht nicht dieses Level so cool aus? Upp, pass auf! Schnell weg! Und wenn ihr auf den Rucksack klickt, kommt ihr zurück zum Hauptmenü. Es gibt auch ganz viele Quests. Ich habe erst ein Quest gemacht. Und zwar sammelt zwei Haselnusszweige. Ich zeige euch mal, was ihr in der Schule alles machen könnt. Beispielsweise gibt es Spraypaint. Ich finde, es macht richtig viel Spaß, alles zu spraypainten. Die Designs sehen auch richtig lustig aus. Und ihr könnt sogar in die Schule gehen. Hier könnt ihr auch noch mehr Spraypaint rumsprühen. Und ihr könnt auch hier eure Münzen ausgeben. Mal schauen, was können wir schon alles kaufen. Ah, es sieht so aus, als müssten wir noch ein bisschen weiterspielen. Und hier könnt ihr die Spinde finden. Und schaut mal, hier könnt ihr einen Bonuscode eingeben. Mein Bonuscode war in meinem Buch dabei. Um eure Überraschung nicht zu verderben, zeige ich euch jetzt auch nicht, was da drin ist. Das ist jetzt einfach mein Face. Es gibt hier sogar einen Filter, wie im Buch. Schaut mich mal an.
Ihr könnt schon mal sehen, ich bin kein Kobold. Die App wird auch ständig erweitert und die Welt wird immer größer. Ich mache jetzt erstmal mit Level 2 weiter und ihr mit meinem Schminktisch. Und jetzt fangen wir endlich mit meinem Schminktisch an. Ich finde es eigentlich auch richtig cute mit dem Spiegel und natürlich noch eine Lichterkette. Dieser Schrank ist übrigens von Amazon und mein Schminktisch ist von Ikea. Lustigerweise passen die perfekt zusammen und hier habe ich auch die Möbelknöpfe ausgetauscht. So sieht es einfach noch mehr aus, als würde das zusammengehören. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was hier drin ist. Also ich würde sagen, wir fangen erstmal hier oben an. Hier ist eine Schildkröte. Die habe ich mal im Tiefpunkt gekauft. Ganz cute, weiß nicht, warum die da steht. Hier habe ich eine Kosmetiktasche, wenn ich mal verreise. Hier drüben habe ich ein paar Burt's Bee Lip Balms. Und hinten habe ich hier ein Stressball. Weiß nicht, warum der da liegt. Ist jetzt kein Pflegezeugs. Hier unten, da ist mein Bronzer, den ich eigentlich nie benutze und eigentlich wirklich mein Bronzer. Bronzer von meiner Mutter. Ich habe schon gefragt, wo der ist, okay. Jetzt hast du es heraus. Hallo Bronzer, ja. Hier sind meine Nägelsticker. Da habe ich einen Stein, süßer Stein. Und da sind all meine so Tuchmasken, Pickle Patches, Peel-Off Masks. Ich habe eine kleine Obsession. Da habe ich einen Organizer, einen Face Roller. Oh, jetzt kurz nochmal eine Storytime. Diesen Face Roller hatte ich früher in meinem Mini-Fridge. Zeige ich gleich auch noch. Nur weil er halt so groß war, lange Zeit konnte ich meinen Mini-Fridge nie richtig zumachen. Das habe ich nicht gesehen. Also, ich war ja nie zu und dann war da immer so viel Wasser. Das war ein ganzes Drama. Und ich zeige euch jetzt einfach ein paar von meinen Faves. Auf jeden Fall die Eye Patches von Essence. Diese Pickle Patches, die habe ich mal im Target gekauft, als wir in New York waren. Und die funktionieren so gut, die kann ich euch empfehlen. Die habe ich jetzt schon so oft benutzt. Und dann hier noch diese Peel-Off-Mask. Übrigens, ganz viel von den Masken habe ich von euch geschenkt bekommen. Und zwar in meinem Fan-Treffen. Also, thank you, ihr seid wirklich die beste Community ever. Oh ja, ihr fragt mich auch immer wieder, wann mal wieder das nächste Fan-Treffen ist. Ich probiere immer richtig hart, dass im Sommer nochmal ein Fan-Treffen stattfindet. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Ich liebe nämlich nichts mehr, als euch zu treffen. Hier unten habe ich noch eine Kosmetiktasche. Da sind ein paar alte Schminksachen drin. Da habe ich ein paar Bücher, eine Handcreme, die ich noch nie benutzt habe. Ein Haarreif, ein paar Taschentücher, eine Schlafmaske und noch mehr Feuchttücher. Hier unten habe ich ein paar Haartools, beispielsweise mein Glättereisen. Das ist das Cloud9 Glättereisen. Das kann ich euch auch empfehlen. Hier habe ich dann noch meinen Lockenstab. Das ist von König. Das kann ich auch empfehlen. Das pustet so heiße Luft. Damit habe ich auch heute meine Curtain Bangs gestylt. Dann noch eine Silikonmatte. Da lege ich dann all meine Sachen drauf, die warm sind. Und ich habe dann noch ein paar Make-up-Sponges. Hier unten habe ich ein paar Periodprodukte. Noch eine Kosmetiktasche, ein paar Masken und hier irgend so ein Ding. Oh mein Gott, ist gerade runtergefallen. Hier irgend so ein Fidget-Toy, das habe ich Mom dann nur danach gekauft. Irgendwie total lustig. Jetzt machen wir endlich mit dem Schminktisch weiter. Hier ist dann auch noch eine Lichterkette und hier unten ist ein LED-Strip. Ich finde, das sieht dann immer so cool aus. Hier habe ich dann noch ein paar Hairclips. Ich erkläre euch auch gleich mal, warum ich die habe. Wenn ich meinen Lockenstab gerade in den Haaren habe, dann muss man das immer richtig lang drin haben. Also befestigt ist das immer so. Im Prinzip. Ja, ist nicht so, das war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Oder ich mache eine Frisur damit. Wir fangen jetzt erstmal in dieser Ecke an. Hier drüben ein paar Haarprodukte, zum Beispiel ein Hitchhiker-Spray. Und das, oh, das muss ich euch mal zeigen. Und zwar, wenn ich mich schminke, nutze ich immer dieses Spray, das ist so ein Wasserspray. Das heißt, hier auf meinem Make-up-Sponge, dann ist mein Make-up-Sponge ein bisschen nass und es fühlt sich einfach viel besser an. Und ist auch besser für die Haut. Hier ist eine Face-Maske von Bubble. Die habe ich noch nie benutzt, aber ich will die unbedingt mal probieren. Hier ist mein Bluthalter. Ich finde, das sieht irgendwie so lustig aus. Da habe ich ein paar Make-up-Brushes, Mascara, auch ganz viel Krimskrams-Zeug. Und oh, ich liebe diesen Organizer. Da habe ich jetzt all meine Lippenstifte und so Chapsticks reingemacht. Hier oben habe ich noch ein SOS-Gel, so ein Anti-Pickel-Serum. Hier. Das habe ich irgendwann mal gekauft. Ich glaube, so als ich richtig jung war, so 6. Und da habe ich mich so cool gefühlt, weil ich das mal alleine gekauft habe. Und dann noch ein Freckle-Pen. Hier habe ich ein AHA und BHA Toner Spray. Das exfoliated und ist richtig gut gegen Pickel. Hier habe ich dann noch ein Handcare Set. Ein paar Reinigungspads von Florence. Noch eine Blume. Polaroid-Bild von einem Hund aus Irland. Mein Fave Make-up Sponge. Ihr könnt auch sehen, wie oft ich den schon benutzt habe. Ich mache jede Woche meine Make-up Sponges nochmal in die Kopfwäsche, dann werden die einfach wieder sauber. Hier ist mein Lash Cocaine, das benutze ich jeden Tag. Hier ist mein Headband. Ich finde, das ist total cute. Dann habe ich dann noch einen Handyhalter. Hier drüben ist mein Lieblingsorganizer. Da habe ich ganz viele Skincare-Produkte. Und Lipgloss ist einfach ganz viel Zeug. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier unten an. Hier habe ich meine Eyeshadow-Palette. Die ist von Too Faced. Die habe ich aus New York. Von Essence habe ich hier noch dieses Fixing Powder. Hier ist so ein Spiegel, Rudolf-Spiegel. Hier ist mein Lieblingsblush von Tarte. Auch ein Highlighter. Ich mag den richtig doll, weil der auch noch Two Shades hat. Das ist das Correcting Powder von Essence. Dann noch den Highlighter von Essence. Und dann noch Blush von Essence. Hier habe ich dann noch meine Wimpernzange. Benutze ich auch immer. Ein Eyeliner.
auch von Essence. Hier habe ich dann noch einen Under Eye Stick, auch von Essence. Und übrigens, will nur mal sagen, die Schminksachen, die ich wirklich benutze, meine Wimpernzange und dann halt mein Concealer. Alles andere Zeug nutze ich immer nur zu üben. Hier oben habe ich ganz viele Cream Blushes von Florence und dann noch einen Blush von Kylie. Den liebe ich so doll. Noch ein Cheek Tint. Von NARS habe ich auch noch einen Blush. Den liebe ich auch richtig. Von Essence noch ein Blushleiter und noch ein Blush. Die Produkte von Essence. Und noch ein Brow Wax Pen. Könnt ihr raten, wo es her ist? Ja, auch von Essence. Ganz viel von den Essence-Produkten waren in meinem Adventskalender. Jetzt fangen wir hier weiter. Hier habe ich ganz viele Skincare-Produkte, zum Beispiel der Moisturizer von Florence. Hier Highlighter. Ich zeige jetzt nicht alle, da habe ich noch ein paar Pickle-Patches. Hier habe ich meinen Concealer. Und manchmal benutze ich noch diesen Mascara. Der ist richtig gut. Und ich muss nur mal sagen, ich finde jetzt die Make-up-Produkte von Florence nicht so gut. Beispielsweise hier dieser Concealer, den habe ich richtig lange benutzt. Der hat halt immer so geflaked und hatte ich so Concealer-Schuppen. Und das ist der Mascara, der ist auch nicht gut. Der flaked auch und da hat man immer ganz viele Concealer-Bröckchen. Aber die Skincare-Sachen sind richtig gut. Hier sind meine Lipglosses und ich nehme auch gleich nochmal hier den Juicy Bomb von Essence. Das ist mein Fave und den muss ich auch gleich mal benutzen. Ich habe nämlich gerade richtig trockene Lippen. Ich finde, der sieht immer richtig cool aus. Nice. Da könnt ihr gerade den Stuhl sehen. Der ist dann normalerweise nicht. Hat gerade meine Mama dahingestellt, während sie mich gefilmt hat. Hier ist ein Shimmer-Spray für den Körper. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Und hinten sind noch ein paar Haarprodukte. Ein Haarspray, Trockenshampoo und dann noch Wasserspray für den Make-up-Sponge. Und wenn ich meine Skincare mache, benutze ich auch manchmal diese Hairclips. So sehen die dann aus. Weiter geht's. Hier habe ich dann noch ein paar Sachen drin, die ich mal in einem Haul zeigen will. Also zeige ich die jetzt nur nicht. Hier ist mein Lieblingsbecher. Ich finde, der ist so cute. Da habe ich nur ein bisschen Wasser reingemacht. Und hier ist dann jetzt ein Mini-Fridge. Hier oben habe ich ein paar Eyepatches von Florence, dann noch ein Face-Roller. Hier habe ich auch noch einen Face-Roller, den kann ich auch empfehlen. Ich zeige euch mal, wie die funktionieren und ich würde die auch empfehlen, nochmal in den Kühlschrank zu machen. Das muss man jetzt nicht machen, nur ich finde, es fühlt sich immer viel besser an, wenn die so kalt sind. Hier, das würde man so benutzen. Da ist das Kinn einfach viel straffer. Hier, das ist auch so gegen Wrinkles. Nicht, dass man das braucht, so muss man nicht machen. Und ich meine, ich habe nur nicht mal irgendwelche Falten, nur ich finde, das fühlt sich einfach richtig cool an. Und hier habe ich noch ganz viele Serien. Und diese benutze ich am meisten. Das sind so also meine Faves. Zum Beispiel dieses Niacinamide von The Ordinary. Das ist klasse, wenn man verstopfte Poren hat. Wenn man mal trockene Haut hat, kann ich dieses Serum empfehlen. Und jetzt zeige ich meine Schublade. Kurze Warnung, sehr unordentlich. Hab lange nicht mehr aufgeräumt. Tada! Beste Bürste der Welt. Link in der Infobox. Ein paar Reinigungsfilter. Hier habe ich so Austausch-Gummidinger für die Wimpernzange. Kurz verwechselt. Hier habe ich eine Glühbirne. Du eindeutig da nicht reingemacht. Ja. Hier habe ich so einen Bookmark, das ist so ein Magnet. Und für meinen Apple Pencil habe ich hier noch ein paar Tipps. Hier habe ich ein Polaroid-Fotoalbum. Und seid ihr bereit, die Bilder zu sehen? Diese Bilder sind drin. Ja, also wunderschöne Bilder von mir. Und sonst ist da nichts drin. Hier sind so alte Zahlen von irgendeinem Kalender. Hier habe ich eine alte Verpackung. Ein paar Lockenwickler. Hier habe ich meinen Kamm. Benutze ich nicht wirklich als Kamm, sondern immer, wenn ich meinen Schalter ziehe. Scheitelzieher, ein Stein. Ich habe ein paar Wimpernstyler und sonst ist da, glaube ich, nichts. Und hier habe ich ein paar Sticker und Nails von Claire's. Sehen nicht sehr attraktiv aus. Letztens hatte ich eine Sleepover-Party und uns wurde langweilig, also haben wir uns Sticker und Nails gemacht. Hier habe ich noch ein Stativ, noch eine Wimpernzange, Glas, Nagelkreide. In diesem Schubladen hier ist übrigens nichts drin. Da mache ich nie was dran, weil ich da nie dran komme. Das ist mein Hocker, nutze ich aber als Stuhl. Eigentlich ist da. Viel besser als Stuhl, also benutze ich ihn jetzt als Stuhl. So, ich glaube, das war's auch schon. Es hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht, das mit euch zu drehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, lieben. Ciao.